So sieht man sich wieder, Mr. Jensen. Wie ich sehe, haben Sie sich's bequem gemacht. Sie sind ungefragt in meine Wohnung rein, ich in Ihre. Man erfährt viel über eine Person, wenn man ihre Wohnung besucht, ohne dass sie damit rechnet. Ich frage mich, was die Polizei wohl von mir halten wird. Sie sind sicher, dass die Sie finden? Nur eine Frage der Zeit. Starke Leistung heute Nacht. Die Verteidigung der Palisade durchbrochen. Die Breach wird uns helfen, all die kleinen, schmutzigen Geheimnisse zu lüften. Die Breach? Heißt das, Sie haben sie nicht wieder geschlossen? Warum sollte ich? Außerdem geht das gar nicht. Unsere Aktion verbreitet sich im Darknet wie ein Buschfeuer. Ripper werden die Palisade-Server Tag und Nacht angreifen, um die Wahrheit zu finden. Das ist gut, Mr. Jensen. Genau das wollten wir doch. Ich wollte wissen, was in der Bank wirklich vor sich geht. Und letztlich haben wir nur die Oberfläche angekratzt. Ich bin gespannt darauf, was andere herausfinden werden. Es wird Veränderungen geben. In diesem Moment greifen tausende Ripper auf winzige Datenmengen zu. Nur ein kleiner Riss in einem Damm. Aber er kann größer werden. Und vielleicht irgendwann die Palisade Bank Corporation und ihre Gründer zu Fall bringen. Hoffen wir's. Sagen Sie mal, Sie haben ja kein Apartment mehr. Wie geht's denn jetzt für Sie weiter? Mein Partner und ich diskutieren noch. Wir ziehen entweder in die Weingebiete von Kalifornien oder nach Argentinien. Klar ist nur, dass die Zeit von Shadow Child in Europa vorbei ist. Und jetzt muss ich gehen. Nuclear Snake ist sehr wütend wegen der Breach. Es wird dauern, bis unsere Beziehung wieder im Lot ist. Wie sagt man jemandem, dass er eine Therapie braucht? Gar nicht. Ciao, Mr. Jensen. Ciao. Sieht aus, als wären wir beide unbeschadet davongekommen, Jensen. Die Behörden haben uns nicht identifiziert. Shadow Child hatte weniger Glück. Sie verlässt die Stadt. Unter uns. Ich glaube, sie wollte, dass man ihre Spur findet. Sie hätte andere Optionen gehabt. Das alles sollte eine unauffällige Ermittlung gegen Santo sein. Und jetzt sind wir dank ihr verantwortlich für das Woodstock der Hacker. Sie hat ihnen rausgeholfen. Haben Sie schon vergessen, was wir da drinnen rausgefunden haben? Dass Oshiro und Telva Simona Saridakis ermordet haben, damit ihre komplexen Insider-Geschäfte nicht auffliegen? Und dass dieser Stanton Dowd sie erpresst, um Zugriff auf die Dateien aller Kunden zu kriegen. Wissen Sie schon was über ihn? Da gibt's nicht viel. Er ist ein Billionär aus altem Geldadel, der meistens schwarze Nullen schreibt, aber kaum Profit macht. Da muss mehr sein, Pritchard. Oshiro wirkte sehr besorgt wegen der Leute, die Dowd repräsentiert. Wenn Sie wollen, grabe ich weiter. Aber im Moment sitzen wir auf einer eindeutigen Anklage gegen die Gründer der Bank. Aber wir können die Beweise nicht nutzen, weil wir sie illegal beschafft haben. Genau. Was sollen wir also Ihrer Meinung nach machen? Wir posten das, was wir haben im Darknet. Die Welt muss erfahren, dass die Palisade Bank ein Riesenbetrug ist. Und vielleicht entwickelt die Ermittlung dann ein Eigenleben. Sobald Ripper wie Shadow Child sich darauf stürzen, bestimmt. Das könnte Simona Saridakis beste Chance auf Gerechtigkeit sein. Wenn Sie meinen. Was ist mit Ihnen und Ihrem Kunden? Haben Sie etwas Belastendes in Santos Dateien gefunden? Ich analysiere noch. Bis jetzt wirken die Pläne für Rabia rechtlich einwandfrei. Allerdings ist der Zeitplan ziemlich aggressiv. Zu Recht. Wenn das Humanrestitutionsgesetz durchgeht, haben viele Augmentierte keine Wahl mehr und müssen dorthin ziehen. Das kann gut oder schlecht sein. Es ist nur... Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt, Jensen. Für uns alle. Ich auch nicht. Also dann, so unterhaltsam dieser kleine Ausflug auch war, ich muss wieder jetzt... Wieder den einsamen Wolf spielen, weil Sie das so gut können. Ich verstehe... Und ich bin meinem Kunden einen Bericht schuldig. Okay, Jensen. Das war vielleicht unsere letzte Zusammenarbeit. Natürlich nur, falls Sie bei der Weltrettung nicht wieder in Bedrängnis geraten und mich anrufen, damit ich Sie hole. Machen Sie es gut, Francis.
Passen Sie auf sich auf. Nice work with the train, Chang, but we got another problem.